Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich bin froh, dass wir diesen Teil erledigt haben. Perseus ist gestorben, die feige Sau, die sich unsichtbar gemacht hat und uns versucht hat zu töten. Ey, was soll das denn? Das ist aber jetzt frech. Was soll ich das denn machen? Ey, das ist aber jetzt nicht in Ordnung, ne? Warte mal, gibt es hier irgendwo eine Statue oder so? Ja, das ist ja jetzt... Ja, okay, das geht nicht. Hä? Ja, da will ich hin. Irgendwie kommt man da auch hin, nur ich weiß noch nicht wie. Ach, guck mal, wer da liegt. Her damit. Da ist das Speer. Geil, Schicksalsspeer. Oh, das Ding ist voll geil. Okay, so viel kann das Ding noch nicht. Kann ich das denn theoretisch jetzt schon skillen? 3750, fast. Fast. Ein bisschen fehlt noch. So nämlich. Drücken Sie die Starttaste und wechseln Sie mit Kreis die gewählte Zweitwaffe. Sie können immer nur eine Zweit... Ach so. Ah, okay, okay. Ja, soll ich das Ding denn jetzt mitnehmen oder wie stellen die sich das vor? Warte mal, was passiert denn, wenn ich hier jetzt dran drehe? Okay. Ich glaube, ich muss das Ding mitnehmen, ne? Das würde ja Sinn ergeben, dass ich dann auch da hinten dran komme. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wo genau das denn hin muss? Ja, hier wahrscheinlich, ne? Aber da will ich auf jeden Fall dran. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie bekomme ich denn die Statue am dümmsten da hinten hin? So, die könnte ich jetzt hier hin machen. Boah, aber so schnell? Ich weiß ja nicht. Wir probieren's. Alter, das ist ja genau getimed, die Scheiße. Lol. Ach, warte mal. Okay, ich glaube, ich weiß wie. So, jetzt probieren wir es nochmal. Guck mal einer an.
So geht das. Nice. Urne des Olymps. Okay. Und noch ein Auge. Ja, easy. Easy. So, jetzt können wir weitermachen. Wie sieht's denn mit Energie aus und so? Ja, passt schon. Muss ich jetzt nicht unbedingt noch öffnen. Zack. Jetzt komm hier nicht, ich muss die schon wieder drehen. Was? Hä? Hä? Oh nee, jetzt muss die Statue dahin, oder was? Oh Gott, ist das eine Kacke. Oh nein. So. Arschlecken, ey. Scheiße. Nee, das brauchen wir nicht. Wir nehmen aber das hier mit. Durchquerung der Ebene. Oder Ebene, oder whatever. So, wir speichern hier. Zack. Jetzt wird's nämlich interessant. Mal gucken, ob wir das beim ersten Mal schaffen. Nee, eben nicht. Das war so klar. Oh, das habe ich noch nie beim ersten Mal geschafft. Ich check auch gar nicht, was da immer abgeht. So, hier rüber. So, nu? Okay. Ich hab gedacht, wir kacken jetzt ab. Ich liebe euch so sehr. Komm her! Zack! In your face. No. Hat leider nicht gereicht, aber egal. Die Mucke ist geil. Was? Geht das ab?
Zack, Kopf ab. Ja, du mich auch. Ach komm, jetzt lass ihn doch. Lass mich doch einfach mal eben hier exekutieren. Klatsch. So. Energie. Ja, was ist da am Leuchten? Die große Kluft. Speichern jetzt hier? Ich weiß ja nicht. Komm, wir gehen da erstmal rüber. Zurück, zurück, Krieger. Hier gibt es kein Durchkommen. Niemals schaffst du es hinüber. Du glaubst, du könntest, doch du irrst. Hörst du mich? Nur meine Flügel schaffen es hinüber. Es ist mein Test. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Kennst du denn nicht Ikarus? Es ist mir bestimmt, hinüberzukommen, sonst keinem! Das ist mein Test! Die Mäuren werden mich empfangen, nicht dich! Du wirst sterben, weißer Krieger! Du wirst sterben! Ich werde die Mäuren aufsuchen und deine Flügel werden mir dabei helfen. Die Mäuren werden dich, einen gefallenen Gott, niemals zu sich lassen! Ernsthaft? Ach, ich dachte, ich bin jetzt tot. Ins Gesicht, Junge. Gib mir deine Flügel und sei still, Junge. So, sie haben Ikarus-Flügel erhalten. Die Göttinnen ist weit über uns, Kratos. Du musst zurück an die Oberfläche. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Jetzt gucke ich aber erstmal gerade, ob es hier hinten noch was Schönes gibt. Hier kann man speichern. Ja, wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Von daher klettern wir jetzt erstmal hier die Nase hoch. Ja. Easy. Was ist das denn?
Au. Mein Gott, wie viel halten die denn aus? Oder treffe ich einfach nicht? Ey, manchmal habe ich das Gefühl, umso einfacher man sich den Kampf macht, umso mehr Gegner spawnen. Genau. Erstmal die Wirbelsäule so ein bisschen beiseite schieben. Stört ja keinen. Ja, und die brauchen wir natürlich jetzt hier, ne? War ja klar. Auch schon wieder so ein Vieh. Ja, du bist der Geiz. Alter, was macht der für einen Schaden? Krank. Jau, genau, sie sind tot. Alles klar. Krank. Ach, komm schon. Oh, ich bin so blöd. Ey, wieso spiele ich dieses Spiel überhaupt? Endlich, ey. Boah, 30 Jahre später, Alter. Meine Fresse. So, und jetzt? Oh, bitte lass mich jetzt irgendwo speichern. Jawohl, ey. Oh, wir speichern auf jeden Fall. Auf jeden Fall speichern wir. Weil, oh, sowas, ich weiß nicht. Also das Spiel, es ist viel einfacher in meiner Erinnerung, als das, was ich jetzt gerade wieder miterlebe nach Jahren. Muss ich gestehen, haut mir das Spiel derbe auf die Fresse. Aber es macht trotzdem immer noch Spaß. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle, denn ich muss jetzt auch langsam mal was essen gehen. Ich habe jetzt schon ziemlich lange gespielt und ich muss morgen wieder arbeiten. Von daher schauen wir mal, ob ich gleich vielleicht noch ein Ründchen spiele tatsächlich. Das hat mich jetzt allerdings wieder ein bisschen fertig gemacht. Ich habe das Spiel echt einfacher in Erinnerung, aber es kann auch sein, dass ich einfach alt geworden bin und scheiße im Spielen. Das ist alles möglich, das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen. Schreibt in die Kommentare, lasst einen Daumen da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
wenn es hier in God of War 2 weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Von daher macht's gut, Peace bis dann und haut da rein.